Frau Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Kalbacher, natürlich geht es darum, diese Pflege am Lindenberg zu sichern. Aber da finde ich es ehrlich gesagt unverschämt, dass Sie sagen, es wird jetzt also Rehwahlkampf. Ja. Was denn sonst noch? Die stehen auf der Straße. Ich finde es wirklich eine Unverschämtheit, weil es sind 90 Bewohner, es sind 120 Beschäftigte, es sind die ganzen Angehörigen, die wissen wollen, wie die Zukunft ist. Wir haben es probiert über den Sozialausschuss, wir hatten es auf der Tagesordnung und wir hatten die Frage, weil es doch darum geht, wie sichern wir denn diese Pflege dort am besten? Was steht in den Verträgen dazu? Dazu dürfen Grundstücke verkauft werden. Was steht in den Verträgen dazu? Was passiert, wenn Sie nicht die Standortsicherung machen? Fällt es automatisch an die Stadt zurück? Was steht in den Verträgen zu den Arbeitsbedingungen etc.? Wir haben im Ausschuss keine Antwort dazu bekommen. Und deswegen fragen wir im Akteneinsichtsausschuss nach. Ja, wir haben auch über Aufsichtsrat. Wir haben Mitglied, Miriam Hagelstein, die gerade im Aufsichtsrat ist, die hat gefragt, ob sie die Verträge haben sehen kann. Das ist bislang abgelehnt worden. Und ich kann mir doch nicht vorstellen, dass es ernsthaft so ist, dass ein Verkauf von einem gesamten Seniorenhaus beschlossen wird. Und das Einzige, was der Magistrat dazu hat, sind die zwei Seiten, die hier beschlossen wurden. Und dass sie nur auf dieser Grundlage das beschlossen haben. Da müssen doch auch bei der Stadt Verträge sein. Die GmbH die Stadt ist größter Gesellschafter. Da muss was da sein. Und klar, wenn wir nicht genug sehen, deswegen habe ich das gerade gesagt, werden wir das auf den verschiedenen Ebenen prüfen müssen. Deswegen wird es eine Anfrage im Finanzausschuss geben, wo dazu Stellung genommen werden kann. Und wir müssen doch eher dahin kommen, dass wir möglichst schnell ein klares Signal an die Beschäftigten, an die Familien dort, an die Bewohnerinnen treffen und dass diese Rekommunalisierung vorbereitet wird, weil das Insolvenzverfahren dauert ja nicht ewig, sondern ich finde, da müssen jetzt Schritte zur Vorbereitung eingelegt werden. Wir sind dabei. Wir dachten, wir kriegen nur erstmal ein bisschen Auskünfte, was in den Verträgen steht und bis jetzt ist es halt noch nicht.